Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Elvira Maas und ich arbeite oder bin besonders interessiert an der Entwicklungsbiologie unseres angeborenen Immunsystems. Und Sie haben ja gerade von Frau Kiermaier schon gehört, dass wir ein angeborenes und ein adaptives Immunsystem haben. Und ich möchte Sie aber ein bisschen früher in diese Entwicklungsbiologie zurückbringen, und zwar ganz früh in die Embryonalentwicklung. Und hier ist mal die Entwicklung oder die Organe der Hämatopoese dargestellt. Hämatopoese bezeichnet die Bildung unserer Blutzellen. Und hier auch dargestellt schematisch die Entwicklung unseres Blutsystems in der Maus und auch im Menschen, um zu zeigen, dass die Maus ein wirklich guter Organismus ist, um dieses System zu erforschen, da es sehr ähnlich verläuft. Die Mausentwicklung dauert circa 3 Wochen, also 19 bis 21 Tage dauert es bis zur Geburt. Und ganz früh im ersten Trimester schon haben Sie, gibt es hier im Dottersack schon einen Tag, also entwicklungsbiologisch sagt man E6,5 oder 7,5. Ganz früh also schon haben wir die Entwicklung von Blutzellen. Später dann in der Maus haben wir die hauptsächliche Blutentwicklung in der Aorta und wiederum an Tag 14,5 wandern die ganzen Immunzellen in die Leber. Und dann ist das das haupthämatopoetische System im Embryo. Das ist so, weil in der Maus zum Beispiel so früh noch gar kein Knochenmark gibt. Das heißt, die Stammzellen, von denen Sie auch gehört haben, die können gar nicht sich im Knochenmark entwickeln. Das passiert erst kurz vor der Geburt, wenn das Knochenmark gebildet wird. Ganz ähnlich passiert es auch im Menschen, das heißt, sehr früh haben wir auch, genauso wie der Maus, wieder den Dottersack, wo die ganze Hämatopoese beginnt, dann wiederum in der Leber, dann geht es in der Aorta, genauso wie in der Maus, dann wiederum zurück in die Leber, also es ist wirklich geht, diese Wanderung findet die ganze Zeit statt und dann an circa 10 bis 11 Wochen fängt das Ganze auch in das Knochenmark zu wandern. Und so wie Sie auch gehört haben, entstehen in diesem Knochenmark verschiedene Blutzellen, die verschiedene Funktionen haben. Und ich bin da an einem ganz bestimmten Zelltypen interessiert, nämlich den Makrophagen. Und warum ist das so und warum ist es so wichtig zu verstehen, was während der Embryogenese passiert? Und zwar ist man jahrzehntelang davon ausgegangen, dass all diese Zellen, von denen Sie gehört haben, immer aus dem Knochenmark kommen. Das heißt, wir werden geboren, wir haben zwar eine Hämatopoese im Embryo, werden geboren, aber alle Zellen, die aus dem Embryo kommen, werden mit der Zeit ersetzt. Und das ist auch wahr für fast alle Zellen, außer den Makrophagen. Und was sind Makrophagen überhaupt? Das ist jetzt mal die Abkürzung für Makrophagen. Das kommt aus dem Altgriechischen. Makros steht für groß und Phagein steht für Essen. Das heißt, das sind sogenannte Riesenfresszellen. Und seit circa 6 Jahren weiß man, und das sind Studien aus der Maus, dass die Makrophagenentwicklung ganz anders abläuft als die Entwicklung von anderen Stammzellen. Und zwar stammen die aus dem Dottersack und da haben wir die sogenannten Erythromelid Progenitors oder EMP. Das sind die Vorgängerzellen, die hier aus dem Dottersack kommen, an Tag 8,5 circa. Und dann innerhalb eines Tages können sich diese Zellen in einen anderen Vorläufer entwickeln, was wir Prämakrophage nennen. Und da gibt es ein Kernprogramm und das sagt der Zelle quasi schon, dass es eine Makrophage werden wird. Und diese Zelle kann wiederum durch die Blutgefäße wandern und in die verschiedenen Organe wandern und kann sich dort wiederum entwickeln in gewebsspezifische Makrophagen. Und diese Spezifizierung, das wusste man vorher schon, dass es stattfindet. Man wusste, dass im Gehirn Makrophagen sind und in der Leber und dass sie verschiedene Funktionen haben, aber man wusste nicht, dass es so früh im Embryo passiert. Und das sehen Sie hier zum Beispiel, dass im Gehirn haben wir Makrophagen, die heißen einfach Mikroglia, also die haben alle spezifische Namen, je nachdem in welchem Organ man sich befindet. In der Lunge haben wir alveolare Makrophagen, in der Leber haben wir Kupferzellen, weil der Herr Kupfer sie entdeckt hat und sie so genannt hat. Dann haben wir Nierenmakrophagen und Langerhanszellen in der Epidermis, aber prinzipiell haben wir Makrophagen in all unseren Geweben im Körper. Hier ist mal gezeigt, wie diese Wanderung von Makrophagenvorläufern passiert. In grün sind sie nämlich fluoreszenz markiert. Sie haben hier im Blut, wandern ist die Wanderung sehr schnell, das heißt, sie fließen einfach aus dem Dottersack in die Leber hinein und mit dem Pfeil markiert sehen Sie, wie eine Zelle, die erstmal da sitzt und sich überlegt, was sie tut, aber dann fängt sie wirklich an, Richtung Leber zu wandern.
Was sind aber jetzt all die allgemeinen Funktionen? Was machen diese Makrophagen überhaupt? Und die Hauptfunktion von Makrophagen ist die Phagozytose oder die Aufnahme von Partikeln. Das sehen Sie sehr schön hier im Video. In grün markiert sind Makrophagen und in diesem Fall sind wir in der Niere. Und diese Makrophage sitzt an einem Blutgefäß. Und dieses Blutgefäß wird injiziert mit einem roten Farbstoff bzw. mit Bees, das sind Plastikpartikel. Man sieht sehr schön, wie diese Makrophage den Arm ausfahren kann und diese Partikel aufnehmen kann. Und das ist der Prozess der Phagozytose. Makrophagen können auch Antigenpräsentationen machen, das haben Sie auch gerade von dendritischen Zellen gehört. Sie können das zwar nicht so gut wie dendritische Zellen, aber sie können es machen. Und als Beispiel, zum Beispiel beim Heilungsprozess, sind sie dabei beteiligt, neue Blutgefäße auszubilden. Ich habe Ihnen auch gerade was von gewebsspezifischen Makrophagen erzählt und die haben auch außerhalb der, von Infektionen verschiedene Funktionen, und zwar unter normalen hämostatischen Bedingungen, also ohne dass wir krank sind. Als Beispiel hier genannt die Erhaltung von neuronalen Netzwerken und das ist wieder hier im Video gezeigt. In grün haben wir die Mikroglia, also die Makrophagen im Gehirn und in rot sind Neurone. Und diese Zellen interagieren wirklich sehr stark miteinander, das heißt, sie haben Zell-Zell-Kontakte. Und wenn man zum Beispiel Glutamat hinzugibt, was ein Neurotransmitter ist, der wirklich im Gehirn vorkommt, dann sehen Sie, wie stark diese Mikroglia da interagieren. Makrophagen in der Leber, die Kupferzellen, man denkt, dass sie wirklich wichtig sind beim Metabolismus. Was auch gezeigt wurde kürzlich ist, dass sie Makrophagen im Herzen notwendig sind für elektrische Weiterleitung. Das heißt, unser Herzschlag ist auch von Makrophagen abhängig. Und auch in dem Knochenmark haben wir wiederum Makrophagen, die den Knochen abbauen können. Das heißt, wenn diese zum Beispiel Fehlfunktionen haben, dann kann es zu Osteopetrose oder Osteoporose führen. Und das sind alles Funktionen, die nun im Erwachsenenalter untersucht worden, beschrieben worden sind, weil man eben davon ausgegangen ist, dass diese Makrophagen sich wirklich immer nur im Adulten, also im Erwachsenen, entwickeln. Und nur sehr wenige Studien haben sich damit beschäftigt, was Makrophagen eigentlich während der Embryonalentwicklung machen. Hier sind ein paar davon aufgezählt, was machen gewebsspezifische Makrophagen vor der Geburt. Wieder sind wir im Gehirn, also die sind wichtig beim Aufbau von neuronalen Netzwerken. Sind aber auch wichtig beim Aufbau von Blutgefäßen. Das ist hier im Bild dargestellt, die Blutgefäße in Rot. Und normalerweise haben Sie wirklich große Blutgefäße, die das im Gehirn auch, die wachsen und die müssen sich aber verbinden. Und dann sehen Sie in Grün hier wieder die Makrophagenzelle, die diese Verbindung herstellen muss zwischen den Blutgefäßen, dass diese sich sozusagen finden. Man weiß auch, dass ganz früh in der Leber, während das Hauptorgan ist für Hämatopoese, dass Makrophagen notwendig sind, um rote Blutkörperchen anderer heranreifen zu lassen. Aber es gibt sehr viele Fragezeichen in diesem Gebiet, weil dieses Gebiet so neu ist und man jetzt erst erkannt hat, dass diese Zellen sich so früh entwickeln und so langlebig sind und im Endeffekt in den Organen verbleiben. Nun, um Ihnen einen Geschmack zu geben, warum es so wichtig ist, zu verstehen, was Makrophagen während der Entwicklung machen, möchte ich Ihnen ein Modell vorstellen, und zwar das somatische Mosaikmodell. Wie ich Ihnen erzählt habe, haben wir ganz früh den Vorläufer, den EMP, der sich in Makrophagen entwickeln kann. Aber diese Zelle kann sich immer, teilt sich erstmal und dann reift sie heran zu Makrophagen. Und während dieser Teilung kann natürlich, können Fehler entstehen bei der Replikation, also bei der DNA-Vervielfältigung. Und diese Fehler in der DNA nennt man auch Mutationen. Und diese Mutationen werden dann von Mutter- zu Tochterzelle immer weitergegeben. Das nennt man dann Mosaik. Das heißt, man hat die gleiche Zelle, aber diese Zellen haben verschiedene genetische Informationen. Das ist ganz typisch und sehr gut bekannt auch in Krebs. Das heißt, man hat eine Zelle, die eine Mutation hat, und die zweite und die dritte und irgendwann wird diese Zelle malignant und entwickelt sich zu einem Krebs. Nun können Sie sich vorstellen, das passiert natürlich nur, wenn irgendwas schiefläuft. Nein, so ist es nicht. Somatische Mosaike sind wir alle. Das heißt, Sie haben nicht nur das Genom, was Sie von Ihren Eltern haben, sondern auch Ihre Zellen teilen sich die ganze Zeit und diese Mutationen akkumulieren sich. Die reichern sich in jeder Zelle, die sich teilen kann, an. Und Sie können sich auch vorstellen, dass mit der Zeit die Mutationslast, das heißt also die Anzahl der Mutationen, die Sie in sich tragen, immer weiter wächst.
Und man vermutet zum Beispiel, dass Mutationen im Gehirn zu neurodegenerativen Erkrankungen führen können, wie zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson. Das heißt, mit der Zeit, je mehr Mutationen sie im Gehirn ansammeln, desto höher ist die Chance, dass sie so eine neurodegenerative Erkrankung entwickeln können. Wie könnte das also funktionieren? Hier einmal das Normale, was sage ich mal, dass wir gesund bleiben. Das heißt, wir haben zwar somatische Mutationen, die hier in bunten Kreisen angezeigt worden sind, in verschiedenen Gebieten des Gehirns, aber wir haben keine Erkrankung, weil vielleicht diese Mutationen keinen Einfluss auf die Funktion an unseres Gehirns haben. Das heißt, sie sind vielleicht stille Mutationen, das heißt, sie verändern gar nichts in der Zelle. Eine andere Möglichkeit ist, dass sich vielleicht eine einzelne Zelle verändert, die sich noch teilt. Aber vielleicht ist diese Mutation nicht so schlimm für diese Gehirnregion oder je nachdem, wo diese Mutation auftaucht und zu einer Fehlfunktion von Zellen im Gehirn führt, hat man vielleicht eine Erkrankung oder nicht. Das Ganze sieht nun ganz anders aus, wenn man sich die frühe Embryonalentwicklung anguckt. Natürlich, je weniger Zellen wir haben, desto mehr Zellen wir daraus machen müssen, desto mehr Zellen sind betroffen von Mutationen. Das ist hier auch wieder in Gelb dargestellt. Und je früher diese Mutationen auftreten, desto mehr Zellen sind betroffen und desto massiver und, kann Krankheitsbild aussehen. Wir sind also hergegangen und haben geschaut, was für eine Rolle Makrophagen da drin spielen können, weil natürlich viele Neurowissenschaftler immer davon ausgehen, dass es natürlich die Neurone sind, die irgendwie, wo was schiefläuft und deswegen Neurodegeneration entsteht. Was wir gemacht haben, also wir haben eine Mutation eingefügt in diesen frühen Vorgänger, hier im Dottersack, BRAF-V600E, eine Mutation, die sehr häufig in verschiedenen Krebsarten auftaucht, aber auch bekannt ist in einer ganz bestimmten Makrophagenkrankheit, den Histozytosen. Und wenn man nun diese Mutation hier einfügt, dann endet man im Endeffekt natürlich in der Maus mit Mäusen, die in ihren Makrophagen, in allen Makrophagen des Körpers, diese Mutation tragen. Nun, diese Mäuse werden ganz normal geboren erstmal, das heißt, denen tut das erstmal nichts, aber je länger man sie leben lässt, man sie altern lässt, und dann können Sie hier die Maus mit dem schwarzen Punkt verfolgen, die fangen an, sich komisch zu verhalten. Das heißt, eine Maus würde sich niemals drehen. Das ist ein ganz untypisches Verhalten. Das heißt, da geht irgendwas schief im Gehirn. Diese Maus ist nun 3 Monate alt. Mäuse werden circa 2 Jahre alt. Das heißt, je länger man sie altern lässt, desto schlimmer wird der Phänotyp, desto schlechter geht es den Mäusen. Hier sehen Sie 2-3 Monate später eine Hinterbeinparese, das heißt, die Maus kann wirklich sehr schlecht die Hinterbeine bewegen. Und was normalerweise Sie machen können als Test in der Maus, ist, Sie können sie am Schwanz hochheben, dann haben ganz normalerweise die Mäuse haben dann einen Hinterbeinreflex, das heißt, sie strecken wirklich beide Hinterbeine voneinander weg und dieser Reflex ist auch weg in diesen Mäusen, die Mutation in den Mikroglia tragen. Ganz zum Schluss gibt es eine vollkommene Paralyse von Bein, Hinterbein, was einhergeht mit dem Verlust des Reflex. Und natürlich waren wir daran interessiert, was eigentlich im Gehirn dieser Mäuse passiert. Wir wussten, dass wir diese Mutation in die Makrophagen, in die Mikroglia einbringen, aber was tut es denn mit den Zellen? Und wie ich Ihnen auch schon im Film gezeigt habe, wie Mikroglia oder Makrophagen aussehen, Sie haben hier in Braun eine normale Mikroglia. Das heißt, sie haben einen kleinen Zellkörper und lange Filopodien. Und die Mikroglia, die mögen das eigentlich nicht zusammenzusitzen. Das heißt, sie sitzen weit weg voneinander und machen auch keine Zell-Zell-Interaktion zwischen Mikroglia. Aber das sieht nun ganz anders aus, wenn man eine Mutation in diese Mikroglia einfügt. Das heißt, diese Zellen, die runden sich ab und die werden amöboid und die fangen an, Phagozytose zu betreiben. Ja, sie fangen an zu fressen. Das ist ja ihr Job. Normalerweise machen sie das nur mit zum Beispiel abgestorbenen Zellen oder wo man genau kontrolliert, wo die Zelle weiß, dass sie gerade das Neuron vielleicht abbauen muss. Aber hier passiert es in einer unkontrollierten Weise. Das heißt, diese mutierte Makrophage fängt an, das eigene Gehirn aufzufressen. Nun kann man sich vorstellen, okay, das ist ein Mausmodell, ist ja alles schön und gut, aber hat das Relevanz für uns selber?
Und da sind wir hergegangen und haben uns die Gehirne von verschiedenen Histiozytose-Patienten angeschaut. Und das ist nun eine sehr ähnliche Färbung im Menschen für Mikroglia. Und in Braun sehen Sie wieder in der Kontrolle einen Zellkörper und lange Filopodia und wirklich eine gute Verteilung von den Mikroglia im Gehirn. Und in diesem Patienten wissen wir, dass der diese Mutation trägt, aber man wusste nie genau, welcher Zelltyp eigentlich diese Mutation trägt. Und hier konnten wir wirklich zeigen, dass die Mikroglia von diesen Patienten wirklich genauso rund aussehen und anfangen zu akkumulieren. Das heißt, dass sie wirklich einen ganz ähnlichen Phänotypen, ein ganz ähnliches Bild zeigen, wie wir es auch in der Maus haben. Und das bringt mich auch schon zu meiner Zusammenfassung, um eine Take-Home-Message für Sie für heute. Makrophagen bilden ein 3D-Netzwerk aus in allen unseren Organen, sind wichtig für verschiedene Sachen natürlich, aber sie stammen aus dem Embryo und sind langlebig. Und deswegen müssen wir auch verstehen, nicht nur, was sie in der Immunabwehr tun, das erforschen sehr viele Gruppen schon seit langer Zeit, aber was wir machen wollen, und das ist, was auch ich in meinem Labor machen möchte, ist zu verstehen, was sie zu der Entwicklung und Funktion von Organen beitragen. Das heißt, wir wissen, im Gehirn sind sie wichtig, aber sind sie vielleicht in anderen Organen wichtig für andere Funktionen? Und können Fehlfunktionen von diesen Makrophagen sehr früh in der Entwicklung auch zu Erkrankungen führen? Das heißt, natürlich, wenn eine Frau schwanger ist und das Immunsystem sich entwickelt, kann, wenn es irgendwas mit der Mutter passiert, sie etwas zu sich nimmt oder etwas nicht zu sich nimmt, kann dann etwas mit dem Immunsystem schon so früh entstehen, weil nun diese Zellen auch mit dem Kind ein Leben lang weiterleben werden. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin offen für Fragen.